Ich wollte meinen Körper damals gar nicht perfekt machen, glaube ich. Wichtig war mir eher die Kontrolle, das bewusste, dauerhafte Abnehmen. Seinen Körper, der jeden Tag dünner wird, zu spüren, und man selbst hat dabei das Steuer in der Hand. Das ist ein wahnsinniges Gefühl. Obwohl ich am Verhungern war, spürte ich keinen Hunger. Ich fühlte mich total lebendig, voll da und konzentriert. Das war toll. Ich hatte das Gefühl, ich kann richtig denken. Es war ein Gefühl wie auf Drogen. Irgendwann fühlte ich mich komplett leer. Und dieses Gefühl wollte ich behalten. Man hat die Kontrolle, beherrscht seinen Körper und rennt sehenden Auges in die Hölle. Seit jeher setzen sich Mädchen und junge Frauen über ein menschliches Grundbedürfnis hinweg und verweigern die Nahrung. Im Mittelalter waren es die Mystikerinnen mit ihrem extremen Fasten. Im 19. Jahrhundert die Hysterikerinnen und Melancholikerinnen. Heute sind es Frauen, von denen es heißt, sie leiden an Essstörungen. Was teilen sie uns durch ihre Magersucht mit? Und in welchen Teufelskreis geraten sie? Eltern, Geschwister, Freunde und Ärzte stehen vor einem Rätsel. Magersucht betrifft in erster Linie Mädchen. Mittlerweile jedoch nehmen die Therapieeinrichtungen auch immer mehr Jungen auf. Was ist der neueste Kenntnisstand und wie wird Magersucht behandelt? In Deutschland, Frankreich, in Europa? Das Mädchen ist 14 und war schon 2013 wegen einer Essstörung auf Station. Sie wurde wegen massiven Gewichtsverlusts als Notfall eingeliefert und an mich überwiesen. Vielleicht erinnert ihr euch ja, auf dem Höhepunkt ihrer Krankheit hatte sie das Gefühl, dass sie sogar beim Atmen in der Nähe von Essen zunahm. Damals traute sie sich nicht, Nahrung anzufassen. Jetzt, sagt ihre Mutter, berührt sie wieder nichts mehr, weil sie das Gefühl hat, allein durch die Berührung von Essen zuzunehmen. Ich glaube, sie hat sehr gekämpft, um ihr Gewicht zu halten, um die 40 Kilo nicht zu überschreiten. In diesem Sommer ging es ihr nach und nach wieder schlechter, auch weil sie viele Zwangsstörungen hatte. Die waren stark zurückgegangen, sind jetzt aber wieder aufgeflackert und nehmen langsam überhand. Sie kann beispielsweise 2 Stunden unter der Dusche stehen. Sie schmiert sich mit Schlankheitscremes ein und schrubbt und rubbelt sich ziemlich heftig ab, um dünner zu werden. Letzte Woche hat sie ihre Mutter dann gebeten, mit ins Bad zu kommen, um das alles nicht zu machen. Das Mädchen hatte auch Einschlafprobleme, sie wollte bei ihrer Mutter schlafen. All das hatte sich sehr gebessert. Sie musste nicht mehr bei ihrer Mutter schlafen. Ich denke, die erste stationäre Behandlung und die damit verbundene Trennung hat diese Abnabelung bewirkt. Im Vergleich zu ihrem ersten Aufenthalt hier finde ich sie sehr verschlossen. Wir versuchen alles, damit sie aus ihrem Zimmer kommt und bei den Gruppen mitmacht. Ich empfinde sie sehr bedrückt. Genau, bedrückt, traurig. Und mutlos. Stimmt, mit dem Essen ist es auch schwierig. Gestern war sie 2-mal unterzuckert. Oft ist es der Hausarzt, der die Diagnose Magersucht stellt. Dann, wenn ein junger Mensch sehr abgemagert ist, eine absurde Angst vor dem Zunehmen und ein extrem gestörtes Bild des eigenen Körpers hat. Bei der Magersucht ist alles eine Frage der Zeit. Für manche ist sie nur eine Episode. Für andere ist eine Behandlung im Krankenhaus unerlässlich, ambulant oder stationär.
Es ist eine besondere psychische Erkrankung, weil sie den Körper in Mitleidenschaft zieht. Im Gegensatz zu anderen psychischen Problemen gibt es hier eine direkte Nähe zum Tod, die eine große Herausforderung für die Therapeuten darstellt. Früher gab es schwere Fälle, die auf die Intensivstation mussten, Patientinnen, die extrem unterernährt waren, die die Nahrungsaufnahme komplett verweigerten. Magersucht ist eine Krankheit des Verweigerns, oder wir haben es besser gesagt mit dem Problem der Verweigerung zu tun. Sich weigern zu essen, sich weigern, eine junge Frau zu werden, sich weigern, Verbindungen einzugehen. Auf diese Weise kämpfen sie gegen eine tiefe Traurigkeit, eine ganz tiefe Verzweiflung, die latent schon sehr lange vorhanden ist. Und dann wird um die Pubertät herum, ein bisschen vorher, ein bisschen nachher, ein Schalter umgelegt. Und alles, was zur Entwicklung in Richtung Weiblichkeit gehört, wird ein Ding der Unmöglichkeit. Dann wird das Gefühl der Traurigkeit überwältigend und manifestiert sich in Form der Magersucht. Sich schlängeln. Sie hat uns ihre Zeichnung vorgelegt, hat sie aber nicht in der Gruppe gezeigt. Dazu meinte sie, die Erklärung steht hinten drauf. Wirklich eine Minischrift. Meine Hose wird enger und ich werde dicker. Und hier... Weil der erste dünner ist als die anderen, ist es auch eine Frage der Zeit. In der Therapie verhält sie sich oft so. Ich gebe ihnen was. Und was machen sie jetzt daraus? Am Anfang sagte sie, ach wissen Sie, ich habe schon ein paar Psychologen erlebt. Ich war in 3 Psychiatrien, ich war in einer Klinik. Sie hat mir ganz klar zu verstehen gegeben, du wünschst dir viel für mich, du hast viel Hoffnung. Dann mal viel Glück. Um den Kontakt zu einem magersüchtigen Patienten herzustellen, braucht der Therapeut oft Monate, viel Geduld und noch mehr Ausdauer. Einmal hatte ich richtig Angst bei einem rückfälligen Patienten. Allein schon die Tatsache, dass es ein Junge war. Ein Junge mit einer Essstörung Typ restriktive Anorexie ist ziemlich selten. Das ist ungewöhnlich und berührt einen sehr. Und er war so mager, dass ich ihn beim Wiegen in Unterwäsche einfach nicht anschauen konnte. Dann gab es auch ein besorgniserregendes Zeichen. Sein Atem roch nach Aceton. Und das zeigt wirklich, dass es ernst ist. Ich musste sofort an den Tod denken. Ich berichtete den Ärzten. Sie fragten mich, ob ich Angst habe, dass er stirbt. Ich meinte, nein, ich weiß, wir sind im Krankenhaus, wir haben die Intensivmedizin und alle Möglichkeiten. Angst machte mir... Wie dünn er war und obwohl man sah, wie schlecht es ihm ging, wie wenig er auf uns ansprach, fühlte er sich nicht krank, sondern topfit. Für ihn war alles in Ordnung. Und das macht einem Angst. Man kann nur hoffen, dass ihm bewusst ist, dass er Hilfe braucht. Genau das ist der Punkt bei der Magersucht. Man muss erst einmal dafür sorgen, dass der Patient sich seiner Krankheit bewusst wird. Ich war mir damals der Magersucht nicht bewusst. Ich wusste nur, dass irgendetwas nicht stimmte. Aber was? Ich spürte, dass es mir nicht gut ging. Und mein Vater merkte es auch. Denn irgendwann fingen die Mahlzeiten an, schwierig zu werden. Und es war ein einziger Kampf, dass ich überhaupt irgendetwas aß. Ich war wie gefangen in einer Spirale des Nicht-mehr-Essens, der Leere. Ich wollte komplett leer sein. Irgendwann macht es Klick. So formulieren es die Mädchen oft. Irgendwann entsteht aufgrund narzisstischer Kränkungen und Leid und Schmerz in ihrem Kopf ein Ideal. Jetzt beherrsche ich mich. Jetzt werde ich so dünn wie möglich. Das ist die Lösung.
Dann kommen ja auch bald die Endorphine und das Cortisol und damit die Euphorie. Die bewirken, dass die schmerzhaften Erlebnisse nicht mehr so wehtun oder gar nicht mehr wahrgenommen werden. Schmerzhaftes erleben sie seit jeher, weil sie kein Verhältnis zu sich selbst haben, kein Selbstvertrauen, kein Vertrauen in Beziehungen, ins Leben, dafür aber recht viele Ängste und starke Gefühle der Bedrohung. Da war wohl auch ganz eindeutig der Gedanke, die entstehende Sexualität auszulöschen. Nicht, dass man ein Junge sein will, aber was da kommt und diese Rundungen, die plötzlich auftauchen, sind ein Schock. Die wieder zum Verschwinden zu bringen, indem man abnimmt, bedeutet auch, sich noch ein bisschen Zeit zu verschaffen. Ich war nur noch unzufrieden. Es ging mir nicht gut. Ich wollte immer mehr, mehr, mehr. Mehr Arbeit, mehr abnehmen, mehr von allem. Man hat sich lange mit dem Thema beschäftigt, den Gründen, der Bedeutung, der Krankheitsbeschreibung. Jetzt betrachtet man die Magersucht immer häufiger als Sucht ohne Droge. Sie hat dieselben psychischen Komponenten wie andere Abhängigkeiten. Depression, fehlendes Selbstwertgefühl. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich weiß, dass mein Vater unbedingt etwas unternehmen wollte. Nur verweigerte ich mich allem. Eines Tages war ich dann doch einverstanden, weil ich einfach fertig war. Ich hatte sogar Probleme, Tee herunterzubekommen. Mein Vater war knallhart zu mir. Er wollte, dass ich reagiere. Irgendwann war ich dann so am Ende, nichts ging mehr, dass ich einverstanden war. Aber davon weiß ich nichts mehr. Ich muss wohl mit dem Arzt in unserem Dorf gesprochen haben. Wir wohnten auf dem Land. Ich weiß nur, dass ich nichts von stationärer Behandlung hören wollte. Das fand ich übertrieben. Ich war zwar immer wieder mal im Krankenhaus, wo sie versucht haben, mich zum Zunehmen zu bringen, aber es ging immer weiter bergab, bis in die Hölle. Bis zu dem Tag, an dem ich dachte, ich weiß es noch sehr gut. Ich ging an einer Bäckerei in der Nähe meiner Eltern vorbei. Sie stand für alles Verbotene und gleichzeitig für das normale Leben, in dem Leute eben einfach so in eine Bäckerei gehen. Da dachte ich, ich schaffe das alles nicht. Ich dachte, jetzt ist Schluss. Ich war eine ungeheure Last für meine Eltern geworden. Sie machten die Hölle durch mit mir. Es war also besser, dass ich ging. Ich nahm Tabletten. Aber an diesem Abend kam meine Mutter ein bisschen früher nach Hause. Die Anorexia nervosa verursacht von allen psychischen Störungen die meisten Todesfälle durch Suizid. Mehr als Depression, Alkoholabhängigkeit, bipolare Störungen oder Schizophrenien. Das ist ein riesiges Problem und der Albtraum jedes Magersuchttherapeuten. Man muss diese Gefahr ständig im Auge behalten, um geeignete Strategien gegen solch einen unglücklichen Ausgang zu entwickeln. Dabei ist der Suizid durchaus nachvollziehbar. Jemand, der in einem Teufelskreis gefangen ist, hat das Gefühl der Ausweglosigkeit. Und wenn es einen Ausweg gibt, bedarf er umfangreicher, langwieriger, aufreibender Maßnahmen. Es ist nicht leicht, sich für so einen Kraftaufwand zu entscheiden. Deshalb sind tödliche Ausgänge leider recht häufig.
Daneben führen der große Gewichtsverlust und die Mittel, die dafür eingesetzt werden, zu gefährlichen Komplikationen. Der Kaliumverlust aufgrund von Erbrechen und der Einnahme von Abführmitteln und anderen Produkten birgt die Gefahr von Herzrhythmusstörungen, die bisweilen auch zum Tod führen können. Die Gefahr liegt also nicht nur im Suizid, sondern auch in den Reaktionen des Körpers, der diese extreme Magerkeit nicht verkraften kann. Die Auswirkungen des anhaltenden Fastens sind seit langem bekannt. Ein Gefühl der Euphorie, der Verlust des Hungergefühls. Inzwischen ist die Neurobiologie mit ihren Forschungen so weit gediehen, dass sie nachvollziehen kann, wie Hungern auf den Körper wirkt. Aufgrund der verschiedenen Mängel schrumpft das Gehirn. Es kommt zu Fehlfunktionen, die, wie man heute weiß, für bestimmte kognitive Störungen verantwortlich sind. Unkontrollierbare Hyperaktivität, zwanghafte Rituale, schwere Körperschemastörung und zutiefst gestörte Selbstwahrnehmung. Herz und Gefäße, Hormonhaushalt, Nierenfunktion, Verdauungsapparat, Knochensystem, Haut und Blut sind ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Unterernährung führt unweigerlich zu einem geistigen und körperlichen Kräfteverfall. Das Gehirn ist voll von Rezeptoren für Hormone wie zum Beispiel Östrogen, Progesteron bei den Jungs, für Testosteron, aber auch eine Unzahl von anderen Stoffen. Deswegen liegt auch nahe, dass Hormone auch bei der Anorexie eine große Rolle spielen. Das Hormon, das vielleicht am wichtigsten ist bisher, ist das Leptin. Leptin ist ein Hormon, was in den Fettzellen im Körper gebildet wird, aber wahrscheinlich auch im Gehirn selber, und was den Hunger und die Sättigung regelt. Wenn ich viele Fettzellen habe, bilde ich auch viel Leptin und dann geht mein Hunger runter. Wenn ich eine Diät mache und die Fettzellen weniger werden oder kleiner, dann nimmt das Leptin ab und ich bekomme Hunger. Wenn ich weiter Diät mache und die Zellen weiter abnehmen, dann ist Leptin mitverantwortlich dafür, dass auch der Körper anfängt zu sparen. Ja, evolutionär ist der Körper darauf vorbereitet, dass es vielleicht eine Hungersnot gibt oder so etwas, und fällt in einen Sparmodus, wo er zum Beispiel dann die Körpertemperatur runterregelt, wo er die Durchblutung in den Armen, in den Beinen reduziert und noch auf die vitalen Organe im Zentrum vom Körper geht. Deswegen bekommen unsere Patientinnen kalte Finger, kalte Arme, kalte Beine, bis dazu, dass die Finger und die Füße blau werden können, kalte Nase. Er regelt auch den Grundumsatz runter, das heißt, die Zellen im Körper teilen sich weniger. Die Abwehrzellen werden etwas runterreguliert. Also ganz viele Körperfunktionen, wo der Körper ein bisschen sparen kann, werden durch das Leptin runterreguliert. Das zweite Hormon, ich habe es eben schon erwähnt, was uns besonders interessiert, ist das Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon, was nur gebildet wird, wenn die Mädchen ihre Regelblutung haben. Klassischerweise verlieren sie diese Regelblutung. Das ist auch wieder ein Sparmechanismus, ein Schutzmechanismus des Körpers. Der Körper sagt, wenn ich so wenig Energie habe, so wenig wiege, dann will ich jetzt nicht auch noch schwanger werden. Dann wäre es sogar gefährlich für mich und für das Kind, jetzt auch noch die Energie teilen zu müssen. Und deswegen stellt er die Produktion von reifen Eizellen und damit auch die Regelblutung ein und spart wieder Energie, plus verhindert, dass eine Schwangerschaft kommen könnte. Das ist an sich erstmal ein sinnvoller Mechanismus zum Sparen vom Körper, hat aber Nachteile. Ich habe es eben schon erwähnt, zum Beispiel für Osteoporose. Der weibliche Körper braucht Östrogen, um Kalzium in die Knochen einzulagern. Und wir finden bei unseren Patientinnen eine signifikante Verringerung der Kalziummengen im Knochen. Die haben also ein deutlich dünnere Knochen und haben auch ein höheres Risiko, sich die Knochen zu brechen. Vor nicht allzu langer Zeit wurden Magersuchtpatienten mangels Alternative in allgemeinpsychiatrischen Einrichtungen untergebracht, wo auch Menschen mit anderen schweren psychischen Erkrankungen behandelt werden. Manchmal ist das auch heute noch der Fall. Doch mittlerweile gibt es spezialisierte Kinder- und Jugendpsychiatrien. Ein beträchtlicher Fortschritt für die Betreuung dieser jungen Leute. Je nach Krankheitsphase setzen die Therapeuten Psychoedukation ein oder arbeiten mit dem Patienten am Thema Ernährung oder an der Änderung bestimmter Verhaltensweisen. Später tritt dann die Selbstbeobachtung in den Vordergrund. Kaum ein Forscher beansprucht in Sachen Magersucht noch die letzte Wahrheit für sich.
Die Therapeuten sind dazu übergegangen, Erkenntnisse, Zweifel und manchmal auch Ohnmacht miteinander zu teilen. Aber die Male davor stand sie ja immer am Fenster. Morgen. 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 Was ich noch nicht ganz verstanden habe, Jana, warum hast du so viel geweint? Ich weiß nicht, ich war irgendwie total überfordert, weil meine Eltern sich ja erst so gestritten haben. Und dann, da war es dann so atmosphärisch schwierig. Ja, dann war ich die ganze Zeit schon an Sonntag gedacht, ob ich dann wieder fahren muss. Und irgendwie alles dann so viel, haben so viele Freundinnen mich gefragt, ob wir was zusammen machen sollen. Und ich wusste jetzt gar nicht, wie ich mich jetzt absagen soll, was ich überhaupt möchte. Was machst du denn sonst abends? Also nimmst du mal ein Bad oder machst irgendwas in der Richtung? Ja, habe ich schon mal gemacht. Und ich schreibe mal Tagebuch. Und ist das gut, Jana? Ja, ich mache das schon ziemlich. Ich habe das damals schon mit Frau Hübner besprochen, dass ich das früher schreibe, noch im Gruppenraum oder so. Ich finde das, weißt du, das wiegelt alles wieder auf. Ne? Ne, der ganze Tag, wo man unglücklich war und wo schwierig war. Ja. Okay. Ich bin im Moment auch ein bisschen hoffnungslos, ob ich nicht jemals rauskomme. Also. Mit Sicherheit. Ja, hab so ein bisschen. Mit Sicherheit. Also, nee, Konstanz, also ganz ehrlich, dazu hast du schon viel zu viele Fortschritte gemacht. Du kommst hier 100% raus. Ich würde jetzt erstmal gucken, also was ich jetzt machen würde, ne? Ich habe immer diesen Spruch da drauf, das nächste Fußballspiel ist das Schwerste. Und das nächste Fußballspiel ist Weihnachten. Und darauf würde ich mich jetzt mal konzentrieren, ne? Dass du das schaffst und da zu Hause sein kannst. Ja? Ja. Okay. Tschüss. Wir haben eine Therapie, die eigentlich aus 4 Säulen besteht. Die erste Säule bezieht sich auf die Normalisierung des Gewichtes und auf die Normalisierung der Ernährung und des Essverhaltens. Die zweite Säule, die wir haben, bezieht sich auf die Therapie mit den Patienten, also das heißt auf die psychotherapeutischen Gespräche, wo die Patienten versuchen, ein Modell ihrer Krankheit zu entwickeln, ein sogenanntes Störungsmodell. Warum bin ich persönlich krank geworden? Was ist meine persönliche Krankheitsgeschichte? Und was muss ich in Zukunft tun, um eine solche Geschichte zu vermeiden? Die dritte Säule ist die Arbeit mit den Eltern, was eben auch oft dann Familientherapie mit beinhaltet. Aber wir machen auch eine Gruppentherapie für Eltern. Das heißt, die Eltern treffen sich in einer Gruppe, wo sie über alles informiert werden, was die Krankheit beinhaltet und was an Problemen auf sie zukommt. Und die vierte Säule ist die Behandlung von den anderen psychischen Störungen, weil magersüchtige Patienten oft noch zusätzlich eine Depression haben oder wie eine Patientin auf der Station noch eine Zwangserkrankung hat oder irgendeine andere psychische Störung, die auch dann ihrer Behandlung bedarf. Und erst dann, wenn es ihnen körperlich wieder besser geht, dann fangen wir sozusagen mit dem eigentlichen psychotherapeutischen Prozess an. Ich habe mir so oft gedacht, wann ist denn dieser Punkt, Jana? Mhm. Wann kommt der endlich mal? Und das war dann so schwierig irgendwie. Ich habe gedacht, ja, der muss doch irgendwann mal kommen. Mhm. Auch im Krankenhaus, jetzt war es schon so schlimm. Mhm. Es kam einfach nicht. Und das beschäftigt mich auch jetzt noch, weil ich denke mir, vielleicht. Dann rede ich mir ein, okay, vielleicht war es noch nicht schlimm genug, dass dieser Punkt kommt. So, ich habe so das Gefühl, jetzt müsste ich dir eigentlich noch die Sonde geben, jetzt müssten wir dich so, damit du irgendwann den Punkt siehst. Und das ist erschreckend, aber weißt du was, ich glaube, das ist auch einfach die Krankheit, ne? Die hat dich so im Griff, dass du so das Gefühl hast, eigentlich vielleicht bin ich noch nicht krank genug. Hm. Kannst du ein bisschen nachvollziehen, das für mich aber krass ist, das zu hören. Ne? Ja, und das ist, ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei und trotzdem schockiert mich das natürlich, wenn du das so sagst. Ne? Mhm. Man muss akzeptieren, dass es viele Dinge gibt, die für die Patienten auch an der Krankheit schön sind. Wir beginnen die Therapie fast immer mit 2 Briefen. Der erste Brief ist: Liebe Magersucht, du bist meine beste Freundin, weil. Und dann schreiben die Patienten auf, warum die Magersucht die beste Freundin ist. Damit akzeptieren wir, dass die Magersucht für die Patienten ganz wichtig ist.
Und der zweite Brief, so nach ein bisschen Therapie, ist dann: Böse Magersucht, du bist meine schlimmste Feindin, weil. Und dann sollen sich die Patienten damit beschäftigen, warum die Magersucht ihr Leben ruiniert. Die schlimmsten Aspekte der Pubertätskrise sind die, die die Wahrnehmung des eigenen Körpers beeinträchtigen. Natürlich darf man nicht vergessen, dass die meisten Jugendlichen narzisstisch orientiert sind. Sie sind zu der Vorstellung erzogen, dass das Ich ganz wesentlich ist. Dass Beliebtsein, sozialer Erfolg und Schönheit immens wichtig sind. Es herrscht ein regelrechter Kult ums Image, ums eigene Bild. Das führt dazu, dass ziemlich viele Jugendliche glauben, sie könnten den schon fast unmenschlichen Idealen, die sie verinnerlicht haben, nicht genügen und müssten irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Also verändern sie ihren Körper oder lassen ihn verschwinden oder töten ihn. Schließlich ist er ja der Hauptverantwortliche für ihr Versagen. In diesem Alter wird das Gefühl des Andersseins und die Unfähigkeit, sich dem Menschsein zu stellen, zwangsläufig dem Körper angelastet. Wir sind konfrontiert mit einer narzisstischen Gesellschaft, mit der Pathologie des Narzissmus, mit dem narzisstischen Leiden. An die Stelle von ethischen Idealen sind ästhetische getreten und die Ästhetik ist das Bild. Ob sich die sexuellen Verbote im Lauf des letzten Jahrhunderts vielleicht allmählich in Essensverbote verwandelt haben? Da sind soziale Netzwerke, in denen täglich neue Diäten proklamiert werden. Da ist die Angst vor ungesunder Ernährung und vor Dicksein und die Faszination für immer dünnere Models. Die superschlanke Figur ist ein Tyrann, der auf den Websites, die Jugendliche besuchen, äußerst präsent ist und sie anspornt, immer mehr abzunehmen und immer weiter zu gehen. Magersüchtig zu werden, ist heute so leicht wie früher religiös zu werden. Da kann ein junges Mädchen schnell dem Falschen begegnen und in die Anorexiefalle tappen, wenn sie sich nicht wohlfühlt in ihrer Haut, verletzlich und introvertiert ist. Meistens hat die Magersucht jedoch einen Anknüpfungspunkt, greift etwas aus der Vergangenheit auf, etwas Ungutes, das Misstöne hinterlassen hat. Erwachsen zu werden war für mich ein Riesending. Ich dachte, ich müsste dann für mein Leben und Tun lauter erwachsene Entscheidungen treffen. Ich glaubte, Beherrschung spielte beim Erwachsensein und Reifwerden eine große Rolle. Zu der Zeit verließ obendrein meine Zwillingsschwester unser Internat. Ich blieb, aber ein Teil meiner Identität war mit meiner Zwillingsschwester weggegangen und ich war ein bisschen allein. Als ich dann erwachsen wurde, mit 18, dachte ich, ich müsste jetzt Entscheidungen treffen und ein Erwachsenenleben führen. Es war bestimmt keine bewusste Entscheidung, den Weg steil bergab einzuschlagen, an dem ich schließlich ganz unten ankam. Aber sehr wohl waren es Entscheidungen darüber, was und wie viel ich aß. Ich wollte auch viel beherrschter sein, nicht mehr diese kindischen Sachen essen wie früher. Ich musste reifer werden. In Filmen sah ich immer wieder diese Frauen, die nur schwarzen Kaffee frühstückten. Und ich dachte, so macht man das eben als Frau. Es wurde dann immer schlimmer. Ich war gefangen in einer Abwärtsspirale. Wenn ich eine Regel aufgestellt hatte, durfte ich sie nicht brechen. Es war hart. Ich wusste genau, was ich tat. Das war das Traurige daran. Ich wusste, ich machte mir das Leben schwer und brachte mich in Schwierigkeiten.
aber ich konnte nicht aufhören. Es war schlimm. Ich glaube, die Symptome stellen sich einfach ein, unbewusst. Nahrung ist eine emotionale Substanz, ein ursprüngliches, essentielles Bindeglied zwischen Mutter und Kind. Die erste Begegnung mit der Welt, weil da ein Bedürfnis auftaucht. Diesen emotionalen Aspekt einer Essstörung muss man berücksichtigen, will man verstehen, was dahinter steckt. Es ist gar keine Forderung, es ist ein Bedürfnis. Und zwar nicht nach Nahrung, sondern ein seelisches Bedürfnis. Und dem muss entsprochen werden. Das ist der Kern der Magersucht. Aber es gibt natürlich nicht nur eine Form der Anorexie. Es gibt verschiedene, auch wenn das Verhalten die Persönlichkeiten einander angleicht, weil es sich selbst verstärkt, sich um eine Persönlichkeit herum generiert, die sich im Jugendalter noch im Reifungsprozess befindet. Noch formbar ist. Durch seine Magerkeit, durch die Sorge, die es wegen einer eventuellen Lebensgefahr hervorruft, fordert dieses Mädchen die Aufmerksamkeit ihrer Eltern ein. Auf eine regressive Art, wie es ein Kleinkind tun würde. Und genau das will es, dass etwas passiert in der Beziehung. Denn Aufmerksamkeit hat früher in ihrer frühen Beziehung nicht stattgefunden. Dieser Mund, der Nein sagt, knüpft also an die Zeit vor der Sprache an. Oftmals trägt er die Last traumatischer Familiengeheimnisse auch über mehrere Generationen hinweg. Von der Mutter an die Tochter weitergegeben, von der Großmutter an die Enkelin, manchmal auch vom Vater an die Tochter. Hier greift also das komplexe Geflecht der unbewussten Übertragung, das Risiko der Vererbung. Ich glaube, ich habe die Welt gehasst. Und meine Mutter sagte immer, du hasst mich dafür, dass ich dich geboren habe. Ich hasste mich selbst. Aber auch die Welt. Ich weiß nicht, warum. Ich glaubte wohl, die Welt sei sehr hart, wenn man erwachsen wird. Es gibt überhaupt keinen Spaß mehr, keine Freude. Alles wird stressig, das Leben ist hart, von überall her kommt Druck und Probleme. Ich hatte wohl viel Wut und viele Gefühle in mir, die ich nicht ausdrücken konnte. Vielleicht bezog sich meine Wut auch auf mein eigenes Menschsein. Ich glaube, sie empfinden einen Ekel. Das geht tiefer und ist archaischer als eine einfache Phobie. Einen Ekel vor allem, was fett, was schlaff, was weichlich ist. Vermutlich gab es in ihrer Kindheit Augenblicke der Weichheit, der Passivität, der Formlosigkeit, in denen sie eigentlich jemanden brauchten, der sie stützte in ihrer Entwicklung, ihnen half, Form, Halt, innere Kraft zu finden. Und diese Weichheit, Passivität, Ohnmacht, die sie als Urangst erfahren haben, wollen sie nicht noch einmal erleben. Es scheint, als seien diese Kinder im kritischen Alter von 2 Jahren vielleicht zu sensibel, zu intelligent, zu nachdenklich gewesen. Sie waren sich der menschlichen Quintessenz und Sorge zu sehr bewusst. Und gleichzeitig wurde ihnen nicht genug Sicherheit und Stärke vermittelt. Sie wurden nicht mit einem kleinen inneren Kapital ausgerüstet, das solide und frei genug wäre, um all das sozusagen leichten Herzens hinter sich zu lassen. Deshalb bleiben sie ein bisschen in dieser Lebensphase hängen. Als wäre all das zu schwierig, die Loslösung und Eigenständigkeit, die sexuellen Empfindungen, das Loslassen und Weitergehen. Eine Patientin sagte mal zu mir, Sie haben mir Nahrung gegeben und es geht mir schlecht. Ich werde mich umbringen, weil ich die Krampfadern meiner Großmutter in meinen Beinen spüre. Solche Vorstellungen rief Essen bei ihr hervor. Lassen
Lange machte man die Mütter der Magersüchtigen verantwortlich für die Krankheit ihrer Töchter. Bisweilen wurden stationäre Aufenthalte erzwungen, weil man eine Trennung für heilsam hielt. Heute geht man mit den Zusammenhängen innerhalb der Familie anders um, versucht herauszufinden, was sich zwischen Eltern und Kind im frühkindlichen Stadium abgespielt hat, sucht nach möglichen Traumata, Trauerfälle, Trennungen, sexuelle Übergriffe. Einzel- und Familientherapie haben neue Bedeutung gewonnen, ob stationär oder ambulant. Wenn die Jugendliche am Wochenende nach Hause kommt, sind die Eltern total hilflos. Was sollen sie ihr geben? Was sollen sie tun? Die Mütter sind panisch, weil sie nicht wissen, wie groß die Portion sein soll, ob sie ihr damit etwas antun. Die Jugendliche selbst hat ebenfalls Angst. Nach wie vor, wie viel Öl ist da drin? Fett ist ja unerträglich, ekelhaft und zugleich gefährlich, als würde es den Körper von innen heraus angreifen. Es ist wirklich schrecklich. Diese Mädchen, die vor ihrem Teller sitzen und nichts essen können. Oft kommen bei den Eltern dann Aggressionen auf. Und damit müssen sie erst einmal umgehen. Es ist doch furchtbar, seinem Kind gegenüber Wut oder sogar Hass zu empfinden. Zu denken, warum macht sie das? Sie kotzt mich an, ich habe die Schnauze voll, ich ertrage sie nicht mehr. Am liebsten würde ich ihr eine knallen. Und dann, ich habe Angst, dass sie stirbt. Sie hängt sehr an mir, die ganze Zeit. Das ist ein Problem. Es ist schwierig, weil meine anderen Töchter schon eifersüchtig sind. Sie machen Bemerkungen, sie hätten das Gefühl, dass ich nur eine Tochter habe, weil sie die ganze Zeit meine Nähe sucht. Den anderen reicht es langsam. Aber wenn ich zu weit weg bin, geht es Josephine nicht gut. Das ist schwer für mich. Sie erdrückt mich fast. Aber wir hier unterstützen Sie doch. Ja, das wissen Sie doch. Ja, ich weiß. Sie sind nicht allein. Hier ist ein ganzes Team. Sie müssen mehr das Gefühl bekommen, Sie müssen es schaffen. Wir können darüber zu dritt sprechen. Aber was Sie mir erzählen, ist schon ein bisschen paradox, denn gewichtsmäßig stabilisiert sich Josephine doch, oder? Ja, aber wir haben immer noch Probleme beim Essen. Wir kommen nicht raus aus ihren Gewohnheiten. Die sind fest drin. Mit den Empfehlungen der Ernährungsberaterin kommen wir auch nicht voran. Es gibt nie Zwischenmahlzeiten. Morgens frage ich sie, ob sie gefrühstückt hat, und sie antwortet nicht. Da kommen wir nicht weiter. Sie beharrt auf ihren Tiefkühlgerichten und macht sich Hühnchen und Nudeln ohne Butter. Sie will da keinerlei Kompromisse machen. Lassen Sie etwas mehr Zeit. Sie ist aus dem heiklen Bereich heraus. Ich hoffe es. Jedenfalls zur Zeit. Ja, es geht ihr schon besser. Seit ein paar Monaten hat sich das Ganze stabilisiert. Jetzt sehen wir zusammen weiter. Lassen Sie ihr Zeit. Was hältst du davon, Josephine? Was deine Mutter da sagt? Es stimmt schon. Ich müsste mich schon ein bisschen anstrengen. Aber es ist doch anstrengend für dich. Ja. Wir haben viel mit Josephine über Appetit gesprochen. Ja. Was Fortschritte gemacht hat, ist, es geht ganz langsam, aber sie baut sich wieder ein soziales Leben auf. Das hat sie erzählt. Es geht allmählich voran. Sie geht es ganz langsam an und erzählt nicht viel darüber. Aber ich spüre, dass es ihr etwas leichter fällt, mit den anderen zu reden. Das freut mich. Das ist schon mal etwas.
Ich weiß noch, in der Familientherapie mit meinen Eltern habe ich etwas begriffen, was mir nicht klar gewesen war. Meine Eltern stellen auch an sich selbst hohe Anforderungen. Ich aber hatte mir ziemlich naiv in den Kopf gesetzt, dass sie perfekte Menschen sind. Davon war ich völlig überzeugt und setzte mir damals die Latte entsprechend hoch. Aber natürlich kam ich nie an sie heran. In der Therapie sagten die beiden dann, es war fast wie ein Geständnis, dass sie überhaupt nicht perfekt sind. Das war für mich eine richtige Offenbarung. Es war wie die Erlaubnis, nicht mehr so perfekt sein zu müssen. Unserer Meinung nach ist es unabdingbar, sich um das Kind, den Vater und die Mutter gleichzeitig zu kümmern. Wir machen zunächst einen Termin mit allen dreien, damit gleich klar ist, dass das Kind einen eigenen Therapeuten hat, der Vater seinen eigenen und die Mutter auch. Die drei arbeiten unabhängig voneinander, bis sie genügend Erkenntnisse haben, um sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. So können sie herausfinden, was genau passiert ist und wie das Problem intelligent am besten gelöst werden kann. Typischerweise ist der Vater enttäuscht, die Mutter deprimiert. Aus dieser Haltung müssen sie schnellstmöglich heraus. Der eine aus der Enttäuschung, die andere aus den Schuldgefühlen, um wieder Mutter und Vater des Jugendlichen zu werden. Dann ist die Situation kein Hindernis mehr, sondern etwas, aus dem man schöpfen kann. Die Eltern sind nicht mehr verantwortlich für das, was geschehen ist. Sie sind verantwortlich für die Beziehung zu ihrem Kind, die dafür sorgen kann, dass die Symptome sich verbessern. Was man anhand der Anorexie gut erkennen kann, die Mütter von Magersüchtigen reagieren ähnlich. Die heftigen, übergriffigen Verhaltensweisen der Krankheit, die die Tochter zu Hause an den Tag legt, zwingen die Mutter nach einiger Zeit zu einem Verhalten, das schließlich bei allen gleich ist. Sie wird zur Komplizin oder Leibwächterin, sie spioniert oder kontrolliert. Alles Dinge, die die Symptome natürlich verstärken, statt sie zu heilen. Mir war es ein großes Anliegen, den Eltern, Freunden und Familien dabei zu helfen, ihren Lieben, die schon länger krank sind, angemessene und praktikable Unterstützung zu geben. Sie müssen lernen, dass das, was bei uns auf Station schiefläuft, auch zu Hause schiefläuft. Und wir müssen gemeinsam an den Punkten arbeiten, bei denen wir oder sie Probleme sehen. Deshalb schulen wir Familien und Mitarbeiter inzwischen sogar zusammen, denn sie haben ja die gleichen Bedürfnisse und Einsichten. Das klappt auch sehr gut. Wir arbeiten mit den Familien zusammen, betrachten sie als Co-Therapeuten. Und genauso wie wir Therapeuten eine eigene Therapie haben, um unseren Emotionen und Reaktionen besser auf den Grund zu gehen, brauchen die Angehörigen auch Unterstützung beim Verstehen und Bewältigen mancher Dinge aus der Vergangenheit. Mittlerweile wissen wir, dass etwa 30% unserer erwachsenen Patienten jemanden in der Familie haben, der selbst mit Essstörungen zu tun hat. Es ist immer sehr nützlich, wenn über so etwas gesprochen wird. Besser als die Augen davor zu verschließen.
Aus historischer Sicht fällt auf, wie sehr sich das Ideal des weiblichen Körpers seit dem 19. Jahrhundert verändert hat. Ein radikaler Wendepunkt, der im Allgemeinen zumindest symbolisch dem Modeschöpfer Paul Poiret zugeschrieben wird, ist die Befreiung vom Korsett. Das ist eine richtige Revolution, denn bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Erscheinungsbild sozusagen mit orthopädischen Hilfsmitteln geformt, mit Korsetts, Turnüren, all den Dingen, die es jeder Figur gestatteten, sich mit den Attributen des Zeitgeschmacks zu schmücken. Sobald diese orthopädischen Hilfsmittel jedoch nicht mehr da sind, wird der Körper zu seinem eigenen Korsett. Und damit wird die Frau zur einzig Verantwortlichen für ihr Erscheinungsbild. Und natürlich ist es ihr Essverhalten, das letztlich zum gewünschten Resultat führt. Das macht das Ganze zu etwas äußerst Individuellem, Persönlichen. Ständig wird am Körper gearbeitet und es ist ein Ideal entstanden, das jeder zu erreichen sucht, das aber nicht zu erreichen ist. Also die erste Frage ist sozusagen, wie fühlst du dich? Okay, also das heißt, du denkst, dass dein Hüftumfang so groß ist wie dieses Ei. Mhm. Okay. Dann mess mal nach. Links, müssen wir hochhalten. Ja, bitte. Okay, leg's mal rein. Welche Farbe ist denn die Realität? Blau. Okay, ich sehe schon. Ich halte den mal mit fest. Im Innenkreis, aber eben gespannt sozusagen. Ich halte es fest. Und jetzt? Ja, also es ist schon das zweite Mal, dass ich das mache und ich kann es immer noch nicht glauben. Okay. Du glaubst also immer noch nicht, dass der blaue Kreis sozusagen der Realität ist? Ja, das ist so. Das sieht so klein aus. Und hat es beim letzten Mal Auswirkungen gehabt danach auf dein Körpergefühl? Nein. Okay. Das heißt, du kannst dich nicht im Alltag daran erinnern, dass du hier gesehen hast, dass du dünner bist, als du dich fühlst? Ja, das sagen mir so viele, aber irgendwie glaube ich das nicht so ganz. Die Körperschemastörung, die unsere Patientinnen haben, dass sie sich selber als sehr dick wahrnehmen und andere perfekt einschätzen können, aber sie nehmen sich selber als sehr dick wahr, obwohl andere Menschen sie selber einschätzen würden als zu dünn, ist eine der großen Rätsel in der Anorexieforschung. Es hat eigentlich keiner schlüssig bisher zeigen können, wo es herkommt und wie es genau funktioniert. Es gibt tatsächlich Befunde mit MRT, die darauf hinweisen, dass in bestimmten Gegenden vom Gehirn das Volumen reduziert ist, die auch für die Selbstwahrnehmung und das Körperbild verantwortlich sind. Und es gibt sogar eine Studie, die gezeigt hat, wenn ich dann eine Therapie gemacht habe, die speziell gegen die Körperschemastörung geht, sich diese Verbindungen wieder verändern und diese Unterschiede nicht mehr da sind. Also dass mit einer Verbesserung der Symptomatik auch diese Gehirnareale sich verbessern in ihrer Funktion. Sollten wir jemals soweit sein, dass wirklich Medikamente helfen,
wäre die Hoffnung, dass sie dann auch gegen die Körperschemastörung helfen und auch gegen die Gedanken helfen, die die Patientinnen krank machen und die es ihnen so schwer machen, wieder gesund zu werden und die es ihnen so schwer machen, zu essen. Also vielleicht gegen die Angst helfen vor der Zunahme. Dann hätte man beide Probleme gleichzeitig gelöst. Aber das ist leider noch sehr weit in der Zukunft. Eigentlich haben wir im Moment außer Gewichtszunahme kein gutes Medikament für Patienten. Essen ist das einzig echte Medikament, was wir haben. Ich sage immer den Patienten, ihr sollt nicht in der Klinik essen können, sondern zu Hause. Und das ist das ganz Wichtige. Insofern sind Aktivitäten wie auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder heute Abend gehen die Patienten ins Kino. Das sind alles ganz wichtige Dinge, weil es natürlich dazu führt, dass die Patienten ein normales Leben kennenlernen und nicht immer hier dieses künstliche Leben im Krankenhaus. Therapeuten und Patientinnen sollen ihr Ziel gemeinsam erarbeiten, wobei Körper- und Kunsttherapie neuerdings eine große Rolle spielen. Tanz, Zeichen und Modelliergruppen werden angeboten, aber auch Massagen und Schönheitspflege. Der Körper soll es sich endlich erlauben, zu leben und das Mädchen längst vergessene Gefühle empfinden und auszudrücken lernen. J'ai mis en rouge ce qui me déplaisait et ces sortes de pics qui parce que ces parties là j'ai peur de prendre à ce niveau là et ça me déplaît. Alors ces parties là. C'est les hanches, les cuisses et le ventre. Mais dans ma tête, j'ai refait des zigzags parce qu'il y a des éléments de mon passé sur lesquels je suis en train de travailler qui font mal et qui restent et qui sont quand même là et qui me font souffrir. Et un point d'interrogation parce que justement, je suis encore dans ma thérapie et donc j'essaie d'avancer, donc forcément je me pose des questions. Magersucht nimmt dich komplett in Besitz. Sie setzt sich in deinem Kopf fest und nimmt dir alles, was du hast. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Sie hat sich sogar meiner Kunst bemächtigt, hat sie in ihre Gewalt gebracht.
Ich hatte das Gefühl, ich muss sie in meiner Arbeit zum Ausdruck bringen. Ich hatte da auch, glaube ich, keine Wahl, denn ich hatte nichts anderes zu sagen. Sie füllt dich ja komplett aus. Sie nimmt dir alles. Sie nimmt dir deine Freunde, deine Beziehungen, deine Gesundheit, alles. Die Magersucht ist unglaublich gierig. Wie viel Kontrolle ich über das hatte, was ich machte, weiß ich nicht. Aber das letzte Jahr meines Studiums war eine wahnsinnige Zeit. Ich konnte nicht schlafen, habe nur noch gearbeitet. Es floss nur so aus mir heraus. Es war so lange in mir drin gewesen. Und jetzt gab ich mir die Erlaubnis, auszudrücken, was ich fühlte. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstand, wie die Magersucht mich tyrannisierte und wie ich das in meinen Bildern zeigen konnte. Mir wurde klar, dass es da eine Stimme gab, dass ich da ein Wesen in meinem Kopf eingenistet hatte. Und je mehr andere Leute mich zu überreden versuchten, etwas zu unternehmen, um gesund zu werden, desto größer, lauter, gewaltiger, stärker war die Stimme innen drin. Sie schrie, bearbeitete mich und log, um mich, wie jeden anderen, der an Anorexie leidet, davon abzuhalten, hinzuhören, was andere mir sagten. Sie hatte die totale Macht. Wir sagen, man hat einen inneren Diktator, der es nicht gut meint mit einem. Auf jeden Fall sagt er einem, nein, das darfst du nicht essen, pass auf, du nimmst zu und so weiter. So viel ist aus der Praxis bekannt. Aber wer ist dieser innere Diktator eigentlich? Ist es das Subjekt selbst, sein Bewusstsein? Ist es das, was wir moralisches Bewusstsein nennen? Das, was Freud Über-Ich nannte. Es gibt grausame, sadistische Über-Ichs und es gibt freundliche. Wir alle haben ein Über-Ich in uns, das sich hin und wieder Gehör verschafft. Das heißt nicht, dass wir Stimmen hören, es heißt, dass wir zu uns selbst sprechen. Wer eine leichte Neurose hat oder Schlimmeres, bei dem ist dieser innere Jemand manchmal nicht nett. Aber er ist immer da, um auf dem herumzureiten, was wir nicht schaffen, worin wir nicht gut sind. Freud zufolge ist dieses Über-Ich Produkt unserer Umwelt, unserer Erziehung. Und wer sonst hat uns auch immer gesagt, tu dies nicht, tu jenes nicht. Dieses Über-Ich müssen wir ansprechen. Warum ist es boshaft? Warum mischt es sich immer ein und lässt nie etwas Liebevolles zu? Und so weiter. In welcher Familie liegt nicht etwas im Argen? In welcher Familie fehlt einem nicht etwas in der Beziehung zu seinem Vater, seiner Mutter, weil bei ihm oder ihr etwas blockiert war? Damit muss das Subjekt leben und es sollte sich damit beschäftigen, denn sonst überträgt sich das auf die nächste Generation. Ein Drittel der Anorexie-Patientinnen werden völlig gesund. Oft sind das keine sehr frühen Fälle, sondern welche, die ihren Höhepunkt mit 17, 18 Jahren erreichen. Es sind keine allzu schweren Fälle, die auch kaum mit weiteren bereits ernsten Störungen einhergehen. Das gibt es also, glücklicherweise.
Beim nächsten Drittel gibt es eine klare Besserung. Allerdings bleiben Symptome zurück, die unangenehm sind, mit denen man aber zurechtkommen kann. Schließlich hat jeder seine Eigenheiten. Bleibt ein Drittel, bei denen es wirklich problematisch ist. Es gibt ein sehr schmerzhaftes Erlebnis, das mir die stationär aufgenommenen Patientinnen durchaus als Trauma beschreiben, nämlich die Einweisung. Das verstehe ich absolut. Das ist ein Trauma. Aber es geschieht nicht ohne Grund. Denn nur so kommen die Mädchen voran. Nur so werden sie die Waffen strecken. Es ist hart, es ist schmerzhaft. Aber Anorexie ist doch eine schwere Erkrankung. Da müssen die Mittel der Behandlung entsprechend hart sein. Durchgreifend und aufreibend. La tête sur les photos, quand même. Mm. Voilà, et maintenant vous pouvez vous regarder face au miroir. Voilà, vous vous regardez, vous essayez de bien visualiser les contours de votre corps. C'est bizarre d'associer ce corps à moi, en fait. Donc là, ouais, ça reste dans la tête un petit corps d'enfant, quoi, genre. Alors, vous l'avez dans la tête, quoi. Mais est-ce que vous le souhaitez encore, ce corps? Je pense que c'est un peu ambivalent, en fait. En même temps, oui, en même temps, non. Ce corps-là, mais parce que... Bah, parce que quand même, c'est quand même un... plus... Je pense que c'est plus joli, c'est plus normal. C'est un corps qui permet aussi de... Enfin, de... De vivre, peut-être? Ouais, qui permet de donner vie aussi, qui permet les relations sexuelles, qui permet tout ça, quoi. Enfin, ce que ne permet pas l'autre corps. Et je pense que c'est dur de... Enfin, d'arriver à accepter ce que je dois accepter pour y arriver. Et accepter ce corps, et ça fait peur, et voilà, du coup, c'est dur parce que il y a un côté que je veux plus du tout, et l'autre qui fait tellement peur, mais en même temps, c'est ce côté que j'ai envie d'aller voir maintenant, parce que l'autre, c'est bon, je l'ai assez vu, quoi. Ich erinnere mich an meine Beherrschung, meine Kontrolle, an meinen Körper, so anders als die anderen, mein Magersein. Ich wollte immer meine Knochen berühren. Sie waren wie eine Orientierung. Ich musste spüren, dass sie da sind. Auf der Station wollten sie, dass ich ein bestimmtes Gewicht erreiche. Dann machte ich das. Kaum war ich draußen, nahm ich alles wieder ab. So ging das ständig, 12 Jahre lang. Ich dachte, ich kann ohne die Krankheit nicht leben. Die Magersüchtige und die Magersucht verschmelzen so miteinander, dass man das Gefühl hat, man kann nicht ohne sie leben. Man hat so vieles im Griff, was andere nicht in den Griff kriegen. Wenn ich sah, wie die anderen aßen, habe ich mich gefreut. Ha, die sind schwach. Ich bin stark. Mein Magen gehorcht mir. Er ist leer, die ganze Zeit. Typisch für Magersuchtserkrankungen ist heutzutage der Wechsel zwischen Fasten und bulimischen Phasen. Eine Komplikation, eine zusätzliche Störung im System der Triebe. Der Körper wird wie eine Tube betrachtet, die immer wieder befüllt und geleert werden muss, mit allen Mitteln, auch wenn die Scham darüber unerträglich wird. Als ich wieder mal aus dem Krankenhaus raus war, fuhren mein Vater und ich nach Italien.
Seine Freundin kam dazu und wir gingen abends essen. Es war ein super Restaurant am See. Total schön. Und ich war so weit, dass ich fast normal essen konnte. Nach dem Essen, ich hatte mir sogar eine Vorspeise bestellt, dachte ich, jetzt nehme ich noch ein Dessert. Als wir zurück im Hotel waren, war ich so sauer auf mich. Es war unerträglich. Und ja, dann habe ich versucht, mich zu erbrechen. Und das hat funktioniert. So hat es angefangen. Ich hatte den Dreh gefunden. So kam es zu Bulimie. Es gibt so viele Entbehrungen bei der Magersucht. Und dann entdeckt man eine Möglichkeit, sich zu füllen, sich den Bauch vollzuschlagen mit riesigen, überzogenen Mengen, sich ein bisschen zu beschmutzen und anschließend wieder reinigen zu können, ohne dass es sich auf den Körper auswirkt. In Anführungszeichen, denn Bulimie macht dich innen drin ganz schön kaputt. Wenn sie das einmal für sich entdeckt haben, ist dieses Verhalten nur sehr schwer wieder zum Verschwinden zu bringen. Diese Nahrungsbesessenheit, ob es die massive Zufuhr von Nahrung ist oder das schnellstmögliche Erbrechen danach, hat etwas von Sucht. Hat sich ein Suchtverhalten eingebürgert, lässt es sich kaum mehr abstellen. Außer man macht eine Art Entzug. Und das versuchen wir hier in der Therapie, die wir anbieten, mit Motivationsgesprächen und anderen Behandlungsmethoden. Es ist recht effektiv. En fait, Oriane va faire des pesées d'aliments tout à l'heure. Avec le gratin? Pourquoi ? Bah, généralement, on passe uniquement les féculents. Uniquement les accompagnements. Les accompagnements, et là, c'est un plat complet. Pas un plat en tout. Un plat mixte ? Ouais. Au niveau légumes, vous avez combien déjà ? 200. Au niveau viande ? Je sais pas. 600. 300. Donc, attendez, juste, je vais vérifier. Ouais, c'est bon. Donc, ça fait 300. Für seine Ernährungsweise musste das Individuum noch nie Verantwortung übernehmen. Das ist eine Erfindung der letzten Zeit. Plötzlich soll es sich verantwortlich zeigen, Entscheidungen treffen über scheinbar vernünftige Kriterien. Wir sollen Etiketten lesen, Ernährungsempfehlungen berücksichtigen, Nährwerte beachten. So viel von diesem, so viel von jenem. Nicht so viel hiervon, nicht so viel davon. Diese Wahnvorstellung vom vernünftigen Essen, denn es ist eine Wahnvorstellung, zeigt schon, welche absurde Anforderungen auf das Individuum einprasseln oder besser welche neuen Anforderungen, weil es nicht darauf vorbereitet ist. Und so scheint mir nicht die exzessive Regulierung das Problem zu sein. Vielmehr ist es die exzessive oder schwer zu tragende Last der individuellen Autonomie, der geforderten Entscheidungen, der Verantwortung. Ob Anorexie oder Bulimie, es fängt immer mit dem Aufstellen von Regeln an. Und das Individuum ist allein verantwortlich für das, was es zu wählen und zu wollen hat. Jetzt hat sich die Globalisierung mit Narziss zusammengetan und verbreitet seine Bilder und Selfies im großen Stil. Kulturelle Besonderheiten verblassen. Ästhetik und Ernährungsstandards gleichen sich einander an. Viele sehr arme Länder, die nach wie vor gegen Hunger kämpfen, kennen keine Magersucht. Andere, die sich rasend schnell dem westlichen Lebensstil anpassen, erleben einen beträchtlichen Anstieg von Essstörungen. Die perverse Folge einer zügellosen Konsumwelt. Seit ein paar Jahren kommen die Mädchen früher zu uns. Bei unseren ersten Patientinnen gab es welche, bei denen die Magersucht erst spät diagnostiziert wurde.
Im Unterschied zu früher darf man heute freier sagen, was man denkt. Die Jugendlichen sprechen miteinander, mit ihren Lehrern. In der Familie bleibt das ein Tabuthema. Da herrschen noch die alten Denkweisen. Aber sie reden mit Gleichaltrigen. Wenn sie ihre Tage nicht bekommen, verstehen sie, dass sie ein ernstes Problem haben. Wahrscheinlich kommen sie deshalb früher zu uns. Das glaube ich auch. Es gibt viel mehr Offenheit. Ja, sie sind auch besser informiert. Manche Mütter fragen sogar, ist das wirklich Magersucht? Andere wiederum akzeptieren diese Vorstellung nicht. Gestern habe ich mit dem Vater eines Jungen gesprochen. Ich habe zwei magersüchtige Jungen. Der eine weiß um sein Problem, der andere kommt noch zu dir. Jedenfalls hat dieser Junge an die 20 Kilo abgenommen. Sein Body Mass Index ist noch gut, aber er macht weiter Diät, mitten in der Pubertät. Sein Vater ist ein einfacher Arbeiter vom Land. Er holte gestern die Ergebnisse seines Sohnes ab, der obendrein noch eine vergrößerte Brustdrüse hat. Er macht sich Sorgen. Zusammen mit dem Sohn hat er im Internet recherchiert und er glaubt, der Junge könnte diese Krankheit haben, die Mädchen bekommen, wenn sie sich zu viele Gedanken um ihr Äußeres machen. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Viele Studien befassen sich mit der Entwicklung von Essstörungen in den postkommunistischen Ländern. Essstörungen werden zumeist in Zusammenhang mit kulturellen Faktoren gebracht, dem Einfluss sozialer Rollen innerhalb einer Gesellschaft und der inflationären Vermehrung der neuen Medien, die es vorher nicht gab. Dabei geht es auch immer um die Rolle der Frau. Man könnte sagen, vor dem großen Wandel um 1990 herum musste die Frau kompetent und wettbewerbsfähig sein. Den Druck, zusätzlich noch schlank zu sein, gab es jedoch nicht. Der kam erst jetzt hinzu. Allerdings ist es nicht allein der Druck, ich muss schlank sein, um ein bestimmtes Ideal zu erreichen, sondern es heißt, ich muss schlank sein, um mich in dieser Gesellschaft behaupten zu können. Es geht immer um die soziale Ebene, wie meine Patientin Catalina Ihnen vielleicht noch erzählen wird oder schon erzählt hat. Sie glaubt, sie muss eine bestimmte soziale Stufe erreichen. Sie muss den anderen gefallen. Wir haben festgestellt, dass der Körper für die meisten dieser Mädchen praktisch zu einem sozialen Werkzeug wird. Als ich 16 war, dachte ich zum ersten Mal, dass ich abnehmen muss. Ich bin sicher, die Gesellschaft hatte da einen großen Einfluss auf mich. Überall, im Fernsehen, im Internet, wo ich mir so gerne Fotokunst anschaue, sah ich nur dünne Frauen, die in einen bestimmten Kleidungsstil reinpassten, die eine bestimmte Kleidergröße hatten, und ich wollte so sein wie sie. Ich bin ein ehrgeiziger Typ, also dachte ich mir, das schaffe ich auch. Und dann bin ich durchgestartet, habe weggeguckt, wenn es etwas zu essen gab, bin Versuchungen aus dem Weg gegangen. Ich wollte nur abnehmen. Bis zu einem gewissen Grad waren meine Eltern einverstanden. Also mein Vater nicht, der war von Anfang an gegen eine Diät. Aber meine Mutter fand nichts dabei. Sie hat mich eher unterstützt. Sie hat mich nicht angetrieben, aber auch nicht gesagt, eine Diät kommt nicht in Frage. Sie hat meine Entscheidung respektiert. Die erwachsenen Frauen haben sich figurmäßig vielleicht nicht so verändert, aber Diät ist zu einer Besessenheit in der Gesellschaft geworden. Und nicht nur in den Medien. Die Mütter der Mädchen erzählen ständig, ich mache auch eine Diät. Ich habe 2 Kilo zugenommen, dies und jenes esse ich nicht mehr. Es ist ein Muster und ich denke, man kann hier von einem furchtbaren Konformismus sprechen. Seit 2-3 Jahren herrscht in den Medien wohl ein kritischerer Umgang damit. Aber meine Patientinnen erzählen anfangs immer das Gleiche. Sie sind auf irgendeine Diät gestoßen und haben es damit übertrieben. Dann haben sie ein Gewicht erreicht, das äußerst kritisch ist.
Im Rückblick finde ich, es war nicht schwer. Ich wollte unbedingt abnehmen und die Reaktionen um mich herum waren alle positiv. Du siehst super aus. Komm, wir gehen Klamotten kaufen. Du bist so dünn, jetzt passt du in die Jeans, die du schon immer haben wolltest. Und ich dachte, ja, ich hab's geschafft. Aufhören kommt nicht in Frage, dann nehme ich zu und ich will nie wieder dick sein. Jetzt lieben mich alle, sie sehen mich mit anderen Augen, sind beeindruckt von meiner Entschlossenheit. Ich habe 24 Kilo in einem Jahr abgenommen. Ich hatte mein Minimalgewicht erreicht. Am Ende der Diät, also des ersten Jahres, bekam ich Angst, die verlorenen Kilo wieder zuzunehmen. Dann wäre alles umsonst gewesen. Das hat mich noch strenger mit mir selbst werden lassen. Ich habe Fotos vom Sommer 2014 im Schwimmbad. Da sieht man die Veränderung. Ich war mit meinen Freundinnen dort. Man sieht gut den Unterschied zwischen meiner Figur von damals und der von heute. Wir versuchen, diese jungen Mädchen immer erst einmal so zu behandeln, als hätten sie eine kritische Episode. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Es gibt Mädchen, die eine chronische Magersucht entwickeln, Mädchen, die wir an die Psychiatrie überweisen müssen. Aber wir setzen alles daran, sie aus der Rolle der Kranken herauszuholen. Bevor ich ins Krankenhaus kam, hatte ich erst ein Gespräch mit Frau Joja. Sie sagte, du läufst Gefahr zu sterben. Du entscheidest, ob du leben willst oder nicht. Meine Mutter war total aufgelöst und schrieb sich die Schuld zu, mein Vater genauso. Aber ich habe versucht, die Nerven zu behalten. Ich habe beschlossen, etwas zu ändern und wieder zuzunehmen, weil mir klar wurde, dass da etwas ablief, was nicht normal war. Aber ich musste auf jeden Fall ein psychologisches Problem knacken, weil da etwas Seltsames in meinem Inneren war. Es war nicht nur, dass ich abnehmen wollte, da hatte sich eine Krankheit eingeschlichen. Wir sind dieselben Leute, dieselben Ärzte mit denselben Methoden, aber die Patienten sind immer anders. Sie verteilen sich auf drei Gruppen. Das Drittel von Catalina konnte geheilt werden. Catalinas Wille war unglaublich stark, denn in dem Jahr ihrer Magersucht war ihr nie klar, dass es Magersucht war. Sie war nie in der Rolle einer Kranken. Sie hat nie ihr Leben aufgegeben, ihre Freunde, ihre soziale Rolle. Ich habe wieder angefangen, Süßigkeiten zu genießen, so wie vorher. Und ich überlege nicht mehr, ob ich das darf oder nicht. Ich versuche nicht zu übertreiben, aber es beschäftigt mich auch nicht mehr. Das ist ja auch normal. Ich habe andere Interessen, die nichts mit meinem Äußeren zu tun haben. Ich denke an andere Dinge. Ich glaube nicht, dass die Magersucht unbedingt von der Psyche herkommen muss. Es kommt immer auf die Person an, die davon betroffen ist. Wenn du traurig, vielleicht depressiv bist, wenn du keine Hoffnung mehr hast und dann noch so eine Krankheit dazu kommt, dann kannst du in ein gewisses Stadium kommen und dann wird es psychologisch. Aber wenn es eine vorübergehende Krise ist, und das hat Frau Joja mir am Anfang ja gesagt, das ist eine Krise, die wirst du überwinden. Dann belastet dich das nicht dein ganzes Leben lang. Inzwischen sprechen wir nicht mehr von Heilung, weil das Krankheit impliziert. Allerdings benutze ich den Begriff noch bei Patienten und ihrer Familie, vor allem wenn ein stationärer Aufenthalt nötig ist, wenn der Zustand gefährlich ist. Wir sprechen heute gerne von flexibler Störung, Verhaltensmuster und Aufweichen des Verhaltensmusters. Davon, das Verhaltensmuster aufzugeben, das anorektische Ideal loszulassen.
Wenn die Betroffenen ihr Ziel aufgeben, können sie sich etwas anderem zuwenden, sich auf die eigene Kraft stützen, auf ihr Ich, das tief in ihnen große Kräfte freisetzen kann. Eine junge russische Psychologin hat mich da auf etwas gebracht. Ganz simpel, aber es hat mir eine Last genommen. Meine Mutter war 10, 11 Jahre lang krank. Seit ich ein Jahr alt war. Und sie starb, als ich 11 war. Es waren also 10 Jahre. Die Psychologin sagte, sie geben sich die Schuld. Sie sind böse auf sich wegen ihrer Mutter und bestrafen sich. Na gut, sie war 10 Jahre lang krank. Bei ihnen sind es jetzt aber mehr als 10, bald 12. Jetzt ist es gut. Hören Sie auf. Es reicht. Da dachte ich, stimmt. Ich konnte meine Mutter nicht retten, aber ich war genauso lange krank wie sie. Ich habe mich angemessen bestraft. Jetzt darf ich leben. Für sie und für mich. Das war so eine Erleichterung. Eine richtige Befreiung. Und ich wusste, jetzt ist es möglich, da rauszukommen. Die Magersucht mit all ihren Spielarten bleibt ein Rätsel und zeigt deutlich, dass Körper und Seele unzertrennlich miteinander verbunden sind. Ihre Behandlung macht immer wieder kleine Fortschritte, verbindet sie inzwischen doch Somatisches und Psychisches. Im Zuge einer langen Therapiearbeit oder in einer unvorhergesehenen Begegnung mit dem Leben kommt für die, die es können, der Augenblick, in dem sie sich gefahrlos der Frage stellen können: Wer bin ich ohne die Magersucht? Manchmal träume ich, dass Stücke von mir abgeschnitten werden. So richtig mit einem Messer. Lauter Scheiben. Stücke von den Oberschenkeln, Stücke vom Po, Stücke eben, die zu viel sind. Ich weiß überhaupt nicht, wozu diese Stücke gut sind. Als Ideal habe ich wirklich einen extrem schlanken Körper vor Augen. Da bin ich mir mit meinem Mann übrigens oft uneinig. Ich sage zu ihm, wow, siehst du die Frau da? Ist die nicht Wahnsinn? Und er, aber die ist doch total dürr. Das ist doch hässlich. Dann muss ich lächeln. Das freut mich. Er scheint nämlich meine Stücke, die zu viel sind, nicht besonders schlimm zu finden. Das hilft mir. Sein Blick auf mich hilft mir wahnsinnig, mich zu akzeptieren. Das mit dem Wiedergesundsein ist eine heikle Sache. Ich denke, es ist ähnlich wie bei der Alkoholsucht. Man lebt damit. Man trinkt nicht, aber man lebt damit. Und ich persönlich lebe sehr gut. Ich habe zwei wundervolle Töchter, bin verheiratet. Das Leben ist schön. Mir geht es körperlich gut. Aber es gibt da noch ein paar tiefere Schichten. Die sind einfach ein Teil meiner Identität. Vielleicht geht es mir ja deshalb gut, weil ich mir diese Schichten erlaube. Aber zu sagen, man ist gesund, ist wirklich schwierig, denn manche Zeiten sind toll, andere nicht so gut. Aber ich weiß jetzt, so schlecht sie auch werden, ich kehre nicht mehr zu diesen Schichten zurück. Ich habe zu viel zu verlieren. Ich rede nicht von Gewicht, das tut nichts zur Sache beim Gesundwerden. Ich glaube nicht, dass man ab einem bestimmten Gewicht gesund ist. Vielleicht ist man in der Lage, gesund zu werden, weil man mit einem gesunden Gewicht auch mental soweit ist. Aber die Entscheidung, loszulassen und andere Entscheidungen zu treffen, hängt viel mehr von der seelischen Verfassung ab als von der körperlichen.